Ich finde mich unglaublich lustig. Aber es gibt sehr viele Leute, die finden mich nicht lustig. Das sind immer so Hirnfürze. Und die lasse ich dann irgendwie auf Instagram zum Beispiel ab, in irgendwelchen Instagram-Stories oder halt im Fernsehen. Und ja, und das funktioniert. In der 5. oder 6. Klasse haben wir als in der Weihnachtsfeier ein Sketch gespielt, wo wir die Wochenshow nachgemacht haben. Und ich war Anke Engelke. Ach, wie Weißt cool. du? Und dann später bin ich mit ihr in einer Sendung. Das ist wahnsinnig einschüchternd. Larissa Ries in SWR1 Leute. Und das ist jetzt so ein bisschen wie, ich glaube, vor ein paar Jahren in der Werbung. Mein Auto, mein Haus, wenn ich deine Karrierenummer deutlich mache oder was du alles machst. Du bist Mama, Moderatorin in Radio und im Fernsehen, Comedian, Schauspielerin, DJ Larry Luke, Musikproduzentin, Bauchschläferin, habe ich rausgefunden. Hab ich noch irgendwas vergessen oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Nee, ich glaube, das reicht. Das ist ein volles Programm. Ja, tatsächlich. Und du bist anscheinend vielseitig und viel unterwegs. Du bist gerade wo? Ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Und ja, und bin jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so viel unterwegs wie früher. Ich kann das irgendwie jetzt besser managen. Früher war ich komplett ortsunabhängig, bin dementsprechend auch immer umgezogen. Und jetzt bin ich ein bisschen sesshafter und versuche nicht ganz so viel unterwegs zu sein. Jede Menge TV-Formate hast du auch schon mitgemacht, ne? Ob Jerks, Last One Laughing, Masked Singer, glaube ich nicht, obwohl du da auch immer genannt wurdest, als wärst du. Habe ich auch gehört in letzter Zeit. Ich habe das selber noch nicht gesehen, aber mir schreiben ständig irgendwelche Leute wegen Masked Singer. Bist du das? Und ich weiß immer nie, was los ist. Der Ork. Was? Wovon sprichst du? Oder auch Let's Dance, habe ich dich auch nicht gesehen. Darf es noch irgendwas sein? Also hast du da noch irgendwas so auf der To-Do-Liste, wo du sagst, finde ich ganz lustig oder fliegt dir das einfach alles so zu? Es ist tatsächlich alles immer zugeflogen. Also es gibt bei mir jetzt kein Format im Fernsehen, wo ich jemals gesagt hätte, das würde ich doch so gerne mal machen. Sondern mein To-Do war immer Radio. Ich wollte immer Radiomoderatorin sein und dementsprechend habe ich auch immer ganz straight diesen Weg gewählt und bin dann aber eigentlich eher zufällig zum Fernsehen gekommen über Jan Böhmermann, der meine Sendung damals beim Radio gehört hat und gefragt, ob ich nicht Autorin sein will bei ihm und im Ensemble und dann, also beim Neo Magazin Royal seine Sendung und dann habe ich gesagt, ja. Und seitdem kommen immer Leute und fragen, willst du nicht hier mitmachen, willst du nicht hier mitmachen? Und dementsprechend suche ich auch alle Fernsehjobs nur nach Spaß aus und nie nach Gehalt oder komme ich dann noch weiter, wenn ich die Show mache, vielleicht werde ich dann auch in die Show eingeladen oder sowas. Das ist alles bei mir nicht der Fall, sondern einfach nur, willst du das machen? Hast du Zeit? Ja oder nö. Aber so ein paar Talente musst du ja für dich selber auch entdeckt haben. Also, dass du Musik magst und dass du Musik auch machen kannst oder auch, ob du lustig bist als Comedian. Also da muss dir ja auch irgendwie zumindest einer sagen, du Larissa, geht so oder ist gut, mach weiter. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde mich unglaublich lustig. Aber es gibt sehr viele Leute, die finden mich nicht lustig. Und zufällig fand aber Jan mich lustig. Und irgendwie, ich bin mir ganz sicher, dass es da Leute gibt, die meinen Humor halt gar nicht gut finden. Und die, die ihn gut finden, die holen mich dann halt dazu. Und ich glaube, bei meinem Humor ist es auch so, dass, weißt du, es ist halt, glaube ich, nicht so krampfhaft. Also ich versuche keine Karriere als großer Comedian anzustreben, sondern ich sage einfach das, was ich denke und bin, glaube ich, auch einfach ein fröhlicher, entspannter Mensch und dadurch fließt die Comedy von alleine und ich brauche halt keine Autoren, die sowas für mich schreiben oder so, sondern ich weiß auch nicht, das sind immer so Hirnfürze und die lasse ich dann irgendwie auf Instagram zum Beispiel ab, in irgendwelchen Instagram-Stories oder halt im Fernsehen und ja, und das funktioniert. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Fernsehen mich immer wiederholt, weil ich da nicht so verbissen bin und das so, weißt du, so mit Ellenbogen und ich muss das jetzt schaffen und ich muss jetzt mich mit dem treffen und mit dem reden und eine Connection zu dem und dem aufbauen, sondern ich glaube, die finden das einfach ganz entspannt, mit mir zu arbeiten, weil ich das halt auch alles so entspannt sehe, aber trotzdem natürlich, wenn ich eine Sendung mache, ultra akribisch bin. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so viele Sendungen annehme, die mir jetzt vielleicht angeboten werden, weil wenn ich dann eine Show mache, dann will ich die halt auch
gut machen und will gut vorbereitet sein und fit sein im Kopf sozusagen. Das kannst du halt nicht, wenn du 9000 Sachen gleichzeitig machst. Und ich glaube, deswegen funktioniert das dann auch und ich werde dann immer wieder netterweise eingeladen. Aber gefühlt sind es ja schon fast 9000 Sachen, die du machst, also die du kannst, sagen wir mal so. Und wenn du sagst, das sind mehr Hirnfürze, finde ich sehr schön, die musst du aber ja dann auch zur rechten Zeit am rechten Ort rauslassen, ansonsten verpufft das Ding ja auch. Ja, du weißt so, ich habe viele Sachen gemacht, die einfach auch spontane Comedy waren. Also alleine Jerks zum Beispiel hat ja kein klassisches Drehbuch. Sondern wir wissen ungefähr in der Szene, wo wir hin müssen, aber dann, es gibt keinen Text, nichts, man ist einfach da und redet. Und beim Neo-Magazin war es so, dass viele Dinge, die ich gemacht habe, während der Show komplett in eine andere Richtung gegangen sind, schief gegangen sind, und das war das Lustige. Eigentlich, bei mir ist immer, ich bin immer in Lachen ausgebrochen, sind immer irgendwelche Pannen passiert und das war eigentlich immer das, was so witzig war. Und so ist es bei vielen Sendungen, auch bei LOL war viel einfach, einfach jetzt Comedy und deswegen war das auch mit 7 Tage, 7 Köpfe jetzt eine ganz neue Erfahrung, weil du da natürlich ein bisschen mehr vorbereiten musst, das kannte ich so noch nicht, ja. Aber habe ich jetzt gelernt und finde ich auch gut. Geht auch. Ja, geht total gut, tatsächlich, ja. LOL, Last One Laughing, hast du gerade schon erwähnt. Wenn da so ein Haufen wirklich Top-Comedians zusammenkommt, wie kann ich mir das vorstellen, vor allen Dingen hinter den Kulissen? Es kann doch nicht jeder zu jeder Zeit witzig sein. Also das Ding war, dass wir hinter den Kulissen uns gar nicht vorher, es gab keinen hinter den Kulissen, weil wir wurden ja alle einfach in diesen Raum gesteckt. Und es ist aber so, die sind alle noch lustiger, glaube ich, als man das überhaupt gesehen hat. Aber man konnte so viel Material gar nicht drin lassen. Also es war wirklich, erstmal im ersten Moment war es für mich sehr einschüchternd. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht ganz die Performance bringen konnte, die ich hätte machen können. Warst du unter Druck? Wirklich? Ja, total. Also ich war sehr eingeschüchtert, weil es war, also so ein Bastian Pastewka, eine Anke Engelke, das sind halt so krasse Leute und die begegnen einem auch total auf Augenhöhe, weißt du? Die reden mit dir, als wärst du halt Teil der Sache. Also, ich war auch Teil der Sache, aber weißt du, ich meine, ich bin mit denen aufgewachsen. Ich habe mal in der 5. oder 6. Klasse haben wir als in der Weihnachtsfeier ein Sketch gespielt, wo wir die Wochenshow nachgemacht haben und ich war Anke Engelke. Ach, wie cool. Weißt du? Und dann später bin ich mit ihr in einer Sendung. Das ist wahnsinnig einschüchternd. Und dann ist es aber auch so, dass du ja wirklich nicht lachen darfst und die sind wirklich lustig. Und danach waren auch alle immer noch lustig und weil es auch so nett war, weißt du? Also ich glaube, die haben auch sehr die Leute danach ausgesucht, ob die sich miteinander verstehen, ob die einen gleichen Vibe haben, weil es gibt ja Comedians, die eine vielleicht aggressivere Art haben mit ihrer Comedy als andere. Und ich habe so das Gefühl, die haben so die Leute auch sehr danach ausgesucht, passen die zusammen. Und deswegen war das auch so eine gute Stimmung und so witzig. Also es war ja wirklich, die ersten Sekunden waren ja die schlimmsten, weil es fühlte sich schon so lustig an, die überhaupt zu sehen. Und es war einfach, ja, also war eine sehr lustige, sehr, sehr schöne Erfahrung. Du hast eben schon Jan Böhmermann erwähnt, sozusagen zum Start deiner Fernsehkarriere. Hast ihn mal als Mentor genannt oder zumindest wurde er so bezeichnet. Ist das immer noch der Fall? Also hast du Kontakt zu ihm, dass du ihn auch nochmal um Rat fragen kannst oder sagst du, ich bin jetzt so sicher auf meinen Fernsehbeinen, das entscheide ich selber, das kriege ich selber hin? Nee, also es war tatsächlich nie so, dass ich jetzt immer wegen irgendwelcher Entscheidungen Jan angerufen hätte oder sowas gar nicht, sondern wir haben halt einfach zusammen gearbeitet, da haben wir uns halt einfach regelmäßig gesehen und ich habe ihm immer wieder mal erzählt, was ich jetzt so mache und er hat da seine Kommentare zugebracht und entweder gesagt, ja, voll dumm oder ja, ist doch gut. Also ich habe jetzt mit ihm jetzt nicht irgendwie regelmäßig Kontakt oder sowas ist nicht, weil Jan und ich nie so waren. Also es war schon sehr, ja, wie soll ich sagen? Also es gab mal eine Geschäftsbeziehung. Ja, und aber auch, es gab mal eine Situation, da hatte ich ich hätte ein Problem und habe Rat gebraucht und ich hatte da Monate schon mit ihm nicht gesprochen. Und habe ihm geschrieben und habe gesagt, ich brauche deine Hilfe, hast du vielleicht kurz Zeit? Und er hat innerhalb von 3 Sekunden angerufen
und war eine Stunde mit mir am Telefon und hat mich beruhigt und hat, weißt du, also das ist so diese Leute, da du musst nicht, also ich habe so das Gefühl, Jan und ich, wir können uns ganz gut lesen und er kann, glaube ich, mich gut lesen. Und wenn ich ihm irgendwas erzähle, auch wenn es nur ein Beisein ist, der weiß immer, wie es mir geht, habe ich das Gefühl. Und der weiß, ob er mir da einen Rat geben muss oder nicht. Aber ich muss schon sagen, also das ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt zusammen irgendwie ein Bierchen trinken gehen oder so. Ich bin auch generell, was auch Leute aus dem Fernsehen und so weiter anbelangt, bin ich sehr zurückhaltend. Also ich treffe mich mit sehr, sehr wenig Leuten und wenn, dann sind das meine engen Freunde von immer. Ich bin nicht so ein Socializer. Ich finde zum Beispiel auch, weißt du, wenn man abends feiern geht, wenn ich abends mal sage, so, heute Abend gehe ich jetzt mal mit meinen Freundinnen einsaufen, dann möchte ich mich nicht drauf fokussieren müssen, was ich jetzt sagen darf und was nicht. Weißt du, ich bin ein sehr offenes Buch und bei den bestimmten Leuten und deswegen, ich will dann auch wirklich alles sagen können und nicht so, ja, warum soll ich denn meine Zeit mit jemandem verbringen, bei dem ich sage, der ist zwar nett, aber... Aber wenn ich dieses Beispiel aufnehme, also du bist ja jetzt auch nicht unnahbar, ne? Also wenn du jetzt diesen Abend hast, wo du es ordentlich krachen lässt und dann kommen Leute an, also dich kennt man ja mittlerweile halt auch schon, ne? Da kann es ja dann durchaus passieren, dass in der einen oder anderen Bar jemand kommt und ob das das doofe Selfie ist oder sonst irgendwie sowas, stehst du da zur Verfügung oder sagst du, ich bin hier privat, können wir woanders machen? Ich sage jedes Mal, wenn es passiert, und es passiert immer, wenn ich abends weggehe, ich sage immer, das kommt auf den Alkoholpegel drauf an. Wenn es am Anfang des Abends ist, und das ist hier in Heidelberg zum Beispiel, oder auch in Köln oder was auch immer, dann mache ich gerne Bilder, da habe ich kein Problem mit, weil ich finde es ja auch voll nett, weil man merkt auch, wer Fan ist und wer nicht. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, bist du Larissa Ries? Kein Fan. Das ist nur einfach jemand, der, weißt du, und dann überlege ich mir schon, okay, will ich jetzt mein Gespräch gerade unterbrechen, weil das ist natürlich auch für meine Freunde doof oder für meinen Mann, wenn wir zusammen irgendwo unterwegs sind. Dann überlege ich schon vielleicht so eine Sekunde, aber in der Regel mache ich immer Bilder. Aber wenn ich merke, so, jetzt habe ich ein paar drin, dann mache ich keine Bilder mehr, weil ich einfach sage, ey, pass auf, ich habe schon irgendwie 3 Bier drin und jetzt will ich keine Bilder mehr machen, einfach. Und keine Videos und keine Shoutouts und so Sachen, weil dann ab dem Moment... Also wenn ihr Larissa Ries früh am Abend trefft, dann geht noch was, danach genau, nicht mehr. Also also am besten früh am Abend, wenn ich weggehe auch, dann gehe ich auch sehr früh weg mittlerweile. Oh also nein, in welchem Zeitfenster bewegen wir uns für ein Selfie dann? Also ich würde sagen, Selfie ist so zwischen 18 und 20 Uhr. Okay. Ab 20 Uhr haben die Tore geschlossen in der Regel. Annahme verweigert, ja. Genau. Ab dann wird die Annahme verweigert, dann hat die Mutti einen im Tee. Das finde ich eine klare Trennung. Was macht Heidelberg aus für dich? Also was ist das für ein wichtiger Ort vielleicht? Die Ruhe. Also für mich ist das, ich dachte immer, ich brauche die Großstadt. Ich dachte immer, Barcelona, Berlin, München, Köln und so. Und dann aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, irgendwie tut mir die Ruhe ganz gut. Ich habe gerne dieses Tohuwabohu im Job. Und dann aber, wenn ich zu Hause bin, muss ich Batterien aufladen. Und das kann ich hier in Heidelberg sehr gut. Hier lebt ja auch noch meine Familie, also meine Eltern. Hier sind meine Freunde von früher. Und hier ist halt auch, weißt du, wenn ich hier bin, dann kann ich wirklich runterfahren. Und sobald ich in den Zug steige, um zu meinen Jobs zu fahren, sei es Auflegen oder Radio oder Fernsehen, verwandle ich mich so von Lari in Larissa Ries und bin dann auch full power da, weißt du? Und das ist für mich einfach sehr, sehr schön. Auch in den letzten Jahren hat mir das sehr, sehr gut getan und hat mich sehr, sehr entspannt. Also bei mir alles sehr so gut im Einklang alles. Also das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe oder zusammenfasse, Chaos oder Durcheinander magst du schon, aber nur so, wenn du es selber unter Kontrolle hast. Wenn du jetzt in Berlin leben würdest und da ist, wie du sagst, Tohuwabohu um dich rum, was du dann nicht mehr steuern kannst, dann ist es dir zu viel. Ja, also ich glaube halt auch, es ist halt auch immer so eine Zeitfrage. Ich glaube, Berlin ist zum Beispiel auch so eine Stadt, die kann wahnsinnig toll sein, aber die Stadt kann dich auch auffressen.
Es kommt darauf an, in welcher Lage du gerade bist und in welchem Alter und in welcher Lebenssituation, finde ich. Und das wäre jetzt alles nichts für mich. Also ich brauche so die Ruhe, merke ich. Du hast so ein bisschen schon durchblitzen lassen, dass du perfektionistisch veranlagt bist. Wenn du was machst, möchtest du es auch wirklich vollkommen richtig machen und deinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Was ist beim Thema Weihnachten? Also Weihnachten. Ich habe mir sagen lassen, dass du irgendwie so einen Weihnachtstick hast. Ja, also was heißt Tick? Ich liebe einfach Weihnachten und ich finde, Weihnachten ist immer zu kurz und deswegen stelle ich den Weihnachtsbaum im Oktober auf, damit es einfach länger hält. Der ist aus Plastik, aber ich finde, der sieht total echt aus, unser Weihnachtsbaum. Und mein Mann ist halt auch so. Wir sind beide so krasse Weihnachtsfreaks. Also und dieses Jahr hatte ich auch alles super vorbereitet für Weihnachten, habe meine Familie zu mir eingeladen, habe schon so richtig so ein Menü mir überlegt, was ich machen möchte und Sachen eingekauft, um alles zu dekorieren und so. Und habe mich mega drauf gefreut, habe meine Listen parat gehabt und ich habe nur meine Eltern und meinen Bruder eingeladen. Also es war jetzt keine Riesenfeier. Und dann einen Tag vor Weihnachten fühle ich mich so ein bisschen schlecht und huste und denke so, ich brauche mal einen Corona-Test. Ich habe Corona gehabt während Weihnachten habe Weihnachten alleine in meinem Schlafzimmer verbracht. Kannst du dir das vorstellen? Hast du geweint? Und irgendwann, ja, ich habe geweint. Tatsächlich. Und aber ich habe auch einfach mehr geweint, weil ich halt, ne, es war halt so das erste Weihnachten, wo das Kind so auch, weißt du, wo man das Kind das so mitbekommt, ja, sozusagen. Ne? Und ich war dann morgens, lag ich drüben im Schlafzimmer und mein Mann hat hier angefangen, Weihnachtslieder zu singen und Weihnachtsmusik anzumachen. Und ich habe ihn angeschrien, mach die Scheißmusik aus! Ich war so sauer. Und dann, danach durfte er wieder Musik hören und Weihnachtslieder spielen. Aber ja, das war leider sehr traurig. Okay, wir sind jetzt, haben jetzt Anfang Mai. Hast du schon angefangen, Geschenke zu kaufen oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, noch nicht. Gut. Aber ich bin tatsächlich mit Weihnachtsgeschenken sehr früh immer. Also jetzt vor allem in letzter Zeit, ich werde immer früher. Ich bin voll der Listen-Fan geworden. Ich liebe es, Listen zu machen. Checklisten. Und so Checklisten, genau. Und einfach schon alles so früh wie möglich abzuarbeiten, finde ich mega geil. Und okay, Weihnachtsbaum im Oktober schon aufgestellt. Weihnachten eher klassisch oder verrückt oder klassisch verrückt? Was ist es so, der Weihnachtsbaum in lila und gelb oder... Nee, ganz klassisch. Du, ich bin ganz schön konservativ. Also ich habe so das Gefühl, in vielen Hinsichten bin ich sehr konservativ oder werde immer konservativer, glaube ich. Also weil das ist halt so, weißt du, ich habe halt so das Gefühl, wir haben ja immer so verschiedene Seiten in uns, die raus müssen. Ja. Und ich habe diese bunte, schrille, verrückte, andere Art sozusagen, die ich gerne in der Musik rauslasse. Das ist so mein Ventil dafür. Aber ich habe auch noch so die ruhige, klassische Art in mir. Und die lasse ich dann eben zu Hause an Weihnachten raus. Es gibt immer so verschiedene Ventile, wo ich was gerade rauslassen muss, sozusagen. Ich finde ja auch, dass konservativ nicht, das hat immer so schnell so einen negativen Touch. Muss es aber ja nicht. Ich finde konservativ voll geil. Ich liebe es. Ich finde es super, konservativ zu sein. Ich sage das auch ganz offen. Also ich glaube, es ist halt das Problem, ist heutzutage, versteht man das vielleicht dann auch falsch. Aber konservativ ist für mich was total Gutes. Ja, weil es auch politisch ja dann immer gleich gerne in irgendwelche Parteirichtungen einsortiert wird. Ja, das ist Blödsinn. Für mich hat konservativ, also in meinem Fall, nichts mit politischer Einstellung oder so zu tun. Ja. Das hat für mich damit gar nichts zu tun. Instagram, da bist du ja durchaus auch aktiv. Man könnte dich fast eine Influencerin nennen. Nein, macht man nicht, weil du keine Produkte verkaufst. Aber du gibst dann deinen Followern die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen. Das sind ja dann nachher, denke ich mal, ausgesuchte Fragen. Du wirst ja einen Teufel tun und wirklich jede Frage da beantworten. Ja, klar. Wie viel musst du denn da so aussortieren? Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich muss wirklich sagen, das sage ich auch immer, das ist einfach wirklich so, ich habe so eine entspannte Community. Das sind alles Leute, die wirklich Fans sind. Weißt du, die wirklich, das sind keine Leute, die kommen und mal gucken, weil ich mit irgendjemandem
Streit habe oder weil, weißt du, weil man folgt ja oft so Leuten einfach, weil man irgendwie so geil drauf ist, was gibt's denn da jetzt Neues? Und eigentlich ist man kein Fan, sondern man will einfach gucken, was macht die Person, und man folgt ja vielleicht, weil man sich über die einfach aufregen will. Ich folge manchen Leuten, die ich einfach scheiße finde, aber ich möchte sie auch weiterhin scheiße finden und wir gucken, so, was hat er jetzt wieder gemacht? So, das regt mich auf. Das macht man ja, oder ich mach's zumindest. Aber ich habe das Gefühl, bei mir, bei den Leuten ist das irgendwie nicht so, weißt du? Also es ist ein sehr entspanntes Miteinander, und ich glaube, dass viele Leute, die mir folgen, folgen mir seit vielen Jahren, und deswegen sind die dann auch so loyal und so treu, weil die den ganzen Werdegang mitbekommen haben und ich immer sehr offen auch erzählt habe, was jetzt gerade bei mir beruflich passiert, und immer alle so mitgenommen habe. Und deswegen werden nie doofe Fragen gestellt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass jetzt irgendwie, ich kriege auch keine bösen Nachrichten. Ich werde nicht beschimpft, ich kriege keine Dickpics. Das ist irgendwie bei mir alles sehr, sehr entspannt. Und ich glaube, das ist aber auch, weil ich das so aussende. Weil ich bin auch keiner, der, weißt du, auch die Comedy, die ich mache, ich mache mich nie über Einzelpersonen lustig. Und ich würde auch von mir behaupten, dass ich kein gehässiger Mensch bin. Und ich glaube, so man trifft sich mal mit den Leuten, mit denen man irgendwie so eine Verbundenheit hat, zumindest meistens. Und ich glaube, das ist auch so, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die mir folgen auf Instagram, mir recht ähnlich sind. Also wenn ich mir immer angucke, so, wer folgt mir denn da? Man guckt ja manchmal, wenn jemand einem eine Nachricht geschickt hat, dann gucke ich mir die Leute an. Und es sind überwiegend so Leute, wo ich sagen würde, ja, mit denen würde ich mich irgendwie auf ein Bier treffen. Weißt du, die sind oft auch in meinem Alter, sind keine Leute, die viel jünger sind als ich oder viel älter. So, das ist irgendwie alles ein sehr ähnlicher Vibe irgendwie. Aber du gibst ja nicht nur Job-Einblicke. Bei dir erfahre ich, dass du gerade irgendwie im Urlaub warst. Bei dir sehe ich, dass dein Hund Wilma, glaube ich, ne, die Haare geschnitten bekommt oder sowas. Sind das so Häppchen, die du einem auch hinwirfst, um zu sagen, ey, dann lassen die mein Privatleben auch in Ruhe? Oder sagst du, ach, das ist gerade ganz lustig, das kann sich auch gerne jemand anders mal anschauen? Nee, es ist eher schon, also es ist bei mir nie irgendwie überlegt oder so. Es ist nie so, dass ich sage, oh, jetzt muss ich mal wieder was posten oder so. Das ist bei mir nie so. Und ich habe früher auch viel, 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 viel mehr gepostet, auch aus meiner Wohnung und so, alle möglichen Sachen. Ich habe immer meine Familie rausgehalten, also ich habe nie irgendwie die gefilmt oder so, aber meine Wohnung war immer, ach, war mir egal und so, und habe alles erzählt. Und irgendwann, dann seitdem ich Mutter geworden bin, habe ich halt komplett gar nicht mehr aus meiner Wohnung gefilmt, weil das halt einfach jetzt nicht mehr mein Ort ist. Und damals, mein Mann hatte natürlich auch nichts dagegen, dass ich in der Wohnung filme. Das war dem immer alles total egal. Der hat auch kein Instagram und so. Der hat das immer sich so angeguckt und hat gesagt, ja gut, wenn es die Leute interessiert, mir doch egal. Aber natürlich hat mein Kind ja jetzt auch ein Mitspracherecht. Das ist ja auch, ne, jetzt nicht mehr nur unsere Umgebung, und hier ist irgendwie alles voller Kinderspielzeug und so. Und das will ich natürlich jetzt nicht. Da jetzt nicht, ich sehe nichts. Tja. Schlau. Und deswegen, ja, und deswegen, ja, habe ich da auch weniger gepostet, und das war mir dann auch egal. Also da habe ich jetzt nicht dann angefangen, dann andere Sachen zu posten, sondern wirklich einfach nur die Sachen, die halt, wo ich gerade Bock habe, ja. Also wenn ich jetzt halt irgendwie zum Beispiel arbeite, dann gibt es halt auch mehr zu sehen. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, gibt es halt einfach nicht so viel zu sehen. Das ist halt auch jetzt nicht so spannend, glaube ich. Und ja, und also ich manchmal filme ich schon die Wilma, weil ich weiß, dass die Leute sehr viel danach fragen und ich sie früher viel mehr gefilmt habe und jetzt filme ich sie weniger. Da ist schon so, dass ich weiß, jetzt mache ich dir eine Freude. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt machen und ich muss denen jetzt ein paar Häppchen geben, weil ich muss das sagen, also dass ich zwischendrin dachte, mir werden die Follower bestimmt abspringen, weil ich jetzt einfach nicht mehr so viel Bock habe, so Insta-Stories zu machen. Wie viele Follower hast du? Irgendwas 190.000, 194.000, glaube ich. 194.000. Okay. Ist das schon irgendwo eine Währung, die eine Rolle spielt dann an einem gewissen Punkt? Ja, voll. Ach, Instagram-Follower spielen so eine krasse Rolle, glaube ich. Also jetzt bei mir würde ich sagen, jetzt nicht mehr so, weil ich in den Sachen einfach schon etabliert bin. Und also ich muss auch sagen, die Festivals zum Beispiel oder Clubs haben mich, auch als ich damals schon meine paar tausend Follower hatte, auch nicht gebucht. Also am Anfang, weil die halt gesagt haben, die muss Tickets verkaufen. Und nur weil sie ein paar Instagram-Follower hat, heißt nicht, dass sie ein guter DJ ist und dass sie uns Tickets verkauft. Mhm. Also musste ich da, wie jeder andere DJ auch, spielen, 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 spielen und zeigen, dass die Leute auch wirklich kommen, Tickets kaufen und das unabhängig von meinem Instagram-Ding.
Ja, also aber für andere Sachen ist schon, glaube ich, eine Währung, glaube ich schon. Also es kommt halt, glaube ich, so drauf an, was du machst, ne? Bei manche Leute werden halt geholt, weil sie eine große Reichweite haben, weil sie, ja, dann wollen sie jemanden haben, der halt so und so ist und vielleicht modisch versiert ist und dann viele Follower mitbringt oder sowas. Und bei mir ist das halt nicht so, wenn ich geholt werde, werde ich als Comedian geholt und nicht, weil ich auf Instagram Werbung machen soll für die jeweilige Show. Die Radiosendung, die ich moderiere, die moderiere ich seit 7 Jahren bei 1 Live. Und wie gesagt, ich würde eher sagen, in der Clubszene war es eher von Nachteil, dass ich viele Follower hatte und beim Fernsehen dann auch schon war, weil die halt dachten, ja, jetzt kommt hier irgendwie eine an, die jetzt nur, weil sie Follower hat, jetzt ein bisschen auflegen will. Und die wussten natürlich nicht, dass ich schon Jahre vorher aufgelegt habe. Es hat halt nur einfach keiner mitbekommen, es hat einfach keinen interessiert hat. Ja. Wie nutzt du selber für dich Social Media? Holst du dir großartige Erziehungstipps aus dem Netz? Nee, Erziehungstipps Es gibt doch von alles. Instagram. Ja. Auf gar keinen Fall. Nee. Nee, aber ich mag Instagram eigentlich schon. Ich finde, es ist nur jetzt einfach sehr anstrengend geworden, sehr politisch, sehr mit dem Finger zeigend und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich weniger poste, weil das ist mir einfach so blöd. Ich will da gar nichts mit zu tun haben und mich nervt auch dieses Ganze. Also ich habe so das Gefühl, die Gespräche, die man eigentlich unter Kumpels abends bei einem Bier führen sollte, werden jetzt auf Social Media geführt und da haben die einfach nichts verloren. Also ich finde, das ist so alles mir zu, ach, weiß ich nicht, zu anstrengend geworden. Was ich aber gerne mache tatsächlich, ist zum Beispiel so Leuten folgen, die irgendwie coole Klamotten tragen oder die irgendwie was Lustiges machen oder so. Also ja, ich versuche mich tatsächlich von so Profilen fernzuhalten, die mir jetzt erklären, wie die Welt läuft und die den moralischen Zeigefinger heben, da wird direkt rausgeschmissen, kein Bock darauf ist mir. Auch das ist mir viel zu blöd. Weil ich bin eine erwachsene 33-jährige Frau. Ich hole mir die Informationen von unabhängigen Medien und nicht von irgendwelchen Influencern. Oder aus Und das. deinem eigenen Leben vielleicht auch, ne? Also man darf Ja. ja durchaus auch selbst entscheiden, wie man was macht. Ich glaube, das machst du auch. Also zumindest klingt das so. Also nicht geplant, das klingt immer so planlos, aber das meine ich gar nicht, sondern so, dass da bei dir ganz viel so aus dem Bauch heraus geschieht. Jetzt habe ich noch nicht angesprochen, schaffen wir dann heute aber auch nicht mehr. Bauchschläferin und ich hatte mir noch aufgeschrieben, Pfuschen in der Schule. Hat's, Fuschen? also Fuschen? Was ist das? Nee, betrügen klingt so gemein, ne? Also, Ah, ja, nee, doch, ich habe schon betrogen in der ja, Schule. Ja, ich war die Königin des Bescheißens. Ja. so bescheißen in der Schule, so siehst du, Pfuschen, was ist Pfuschen? Ich wollte es freundlicher ausdrücken, ne? Das schaffen wir dann auch nicht. Ja. Ich wünsche dir einen guten Sommer, einen guten Festivalsommer. Wünsche ich dir auch. Weiterhin viel Erfolg mit eurer Radiosendung bei 1 Live. Danke. Und ja, viel Spaß weiterhin in Heidelberg. Vielen Dank und danke für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Ich danke.